Hier ist das filmische Allerlei. Hallo Leute, jetzt gab es des Teufels Bad. Was ist das denn? Das ist schön. Was ist gern? Was denn? Ich hab's so schön geknackst. Agnes. Hast du dich eigentlich? Ja. Jetzt schon. Ja gut, wir können Freude haben mit dir, wenn's den Mager essen riecht. Wegen deiner Mutter. Schieß mich nicht. Magst mich nicht. Ich fürchte mich dort so. Jetzt geht es, wird schon. Siehst du nicht, dass das aber blöder wird? Die wird sich schon einfinden. Gibst du halt ein wenig Zeit? Alle sollen wir uns freuen. Schatz hat uns der Herrgott geschickt. Sag mal, Agnes, von wo ist denn du das Kind her? Grüßen, loben, bene deine. Jetzt stehst du auf und zückst dich an! Ich meine, das ist ein Teufelsbad. Unser Freund und Königin. Glaub ich dir. Bitte verstoß mich nicht in die Höhlen. Wenn euch meine Kritiken gefallen, gerne abonnieren, kommentieren und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert doch gerne die Glocke. Oberösterreich, Mitte des 18. Jahrhunderts. Ein Karpfenteich reflektiert das Grau des Himmels. Ein tiefer, dunkler Wald schluckt das Sonnenlicht. Auf einem Hügel wird eine Hinrichtung zur Schau gestellt, als Exempel. Als Warnung, ein Omen? Die tiefreligiöse und hochsensible Agnes betrachtet die tote Frau mit Mitleid. Auch mit Sehnsucht, denn sie fühlt sich fremd in der gefühlskalten Welt ihres Mannes Wolf, in die sie gerade eingeheiratet hat. Immer mehr zieht sich Agnes zurück. Immer erdrückender wird ihre Melancholie. Eine Gewalttat scheint ihr bald der einzige Ausweg. Das ist ein Film mit einem tatsächlichen schwierigen Thema und ich auch davon gar nichts wusste, dass es das damals gab. Und der Film hat eine ganze Weile gebraucht, um mir zu zeigen, wo er denn eigentlich hin will und was denn die Grundaussage dieses Films ist. Und das hat es mir ein bisschen schwierig gemacht, da so richtig ranzukommen. Ich muss aber sagen, das Setting ist fantastisch. Ich finde, der sieht extrem gut aus. Ich finde die Darsteller gut. Ich finde, der Film hat eine sehr gewollte, unangenehme Grundstimmung. Das fand ich wirklich, wirklich fantastisch. Anja Plaschk spielt die Agnes, die ich sehr gut fand. David Scheidt spielt Wolf, den ich auch mochte in seiner Art und in dem, was er spielt. Das, was er als Charakter ist oder das, was er als Person und Ehemann ist, ist manchmal ein bisschen schwierig, aber es hat auch natürlich ein bisschen mit der Zeit zu tun. Und Maria Hofstetter spielt die Mutter von Wolf und die ist wirklich extrem stark und die fand ich manchmal echt unangenehm, aber gut in dem, was sie spielt. Es ist hier so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht so viel verraten, aber es geht halt schon darum, dass damals Frauen sich entschieden haben, einen gewissen Weg einzuschlagen, um aus ihrer Situation rauszukommen.
Und darum geht's ja so ein bisschen. Und das war dann, als ich wusste, wo es hingehen sollte, fand ich das doch extrem spannend. Und die Voraussetzungen, wieso diese Frauen sich dafür entscheiden, sind natürlich sehr unterschiedliche. Sowas wie im Ansatz natürlich Depressionen oder die Umstände der Ehe, die man geführt hat, oder viele andere Dinge, die dazu kommen, die hier behandelt werden. Also ich meine, wir sind ungefähr 1750, wo das spielt, da war schon alles noch sehr anders. Und ja, doch, also schon stark. Also er kriegt eine 7,5 von 10 von mir. Also ich sage auch, ich habe eine Weile gebraucht, daran zu kommen, aber im Nachhinein muss ich sagen, finde ich den tatsächlich ziemlich stark, den Film. Der startet am 14.11.24 in den deutschen Kinos. Der hat eine FSK 16 und ist 121 Minuten lang. Der ist zwar, was man so sieht, jetzt nicht super krass oder sonst irgendwas, aber in dem, was passiert und was man sieht, ist er streckenweise unangenehm. Also das ist so ein Unbehagen. Und das fand ich sehr spannend, weil sowas mag ich immer ein bisschen lieber in so Filmen, als dass man immer alles sehen muss. Und dass es, also man kann unangenehme Dinge auch anders darstellen, als dass man es halt immer sehen muss. Ich finde ja auch dieses, also die Thematik der Religiosität immer irgendwie interessant. Es ist etwas, wo ich keinen Bezug zu habe, aber wie sehr Menschen davon geleitet werden und auch natürlich damals, das natürlich noch viel mehr war, weil ja Religion im Prinzip gerade in erster Linie tatsächlich war, den Leuten Halt zu geben für Dinge, die sie nicht verstehen. Wir sind heute sehr viel aufgeklärter und deswegen ist es diese klassische Erklärungsmöglichkeit, des Glaubens haben wir in der Form in Anführungsstrichen nicht mehr ganz so. Trotzdem glauben ja viele Menschen und brauchen das und mögen das und das dürfen sie auch. Also deswegen, der ist sehr klein, das ist sehr arthausig, es ist sehr speziell, aber wen das Thema interessiert und da tatsächlich einen eindringlich starken Film sehen will, sollte dafür unbedingt ins Kino gehen. Veronika Franz und Severin Fiala haben Regie geführt. Das machen die tatsächlich öfters zusammen. Haben sowas gemacht wie Ich sehe. Ich habe von ihnen tatsächlich noch nichts gesehen von dem, was sie hier gemacht haben. Aber dieser Film ist wirklich stark. Spaß würde ich da jetzt vielleicht nicht sagen, aber tatsächlich doch eine intensive Zeit im Kino. Thank you.